herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir und heute geht es um Die Wand von Marlene Haushofer. Dieses Buch erschien erstmals 1963 und enthält in dieser Ausgabe ein Nachwort von Klaus Antes. In diesem Buch erfahren wir das Schicksal einer Frau, die mit einem befreundeten Pärchen in einer Waldhütte ein paar Tage verbringen möchte. Das Pärchen macht sich eines Abends nochmal auf ins Dorf, um ein paar Erledigungen zu machen und kehrt nicht zurück. Die Protagonistin wundert sich also, dass das Pärchen die gesamte Nacht nicht zurückgekehrt ist. Sie hat extra die Tür aufgelassen, aber es ist niemand zurückgekehrt und so macht sie sich selbst auf den Weg ins Dorf und sieht sich plötzlich vor einer durchsichtigen Wand. Sie rennt also fast dagegen und stellt auch fest, dass diese Wand komplett um sie herum geht, dass sie also in einem größeren Areal im Wald eingeschlossen ist. Wie gesagt, ist diese Wand durchsichtig. Die Protagonistin kann also auch sehen, was sich auf der anderen Seite befindet und wie die Welt außerhalb dieses Areals aussieht. Und die Beschreibung dessen fand ich sehr unheimlich. Ich werde euch nicht verraten, was sie dort sieht, denn ich finde, das ist ein spannendes Detail. Sie stellt also ab diesem Zeitpunkt fest, dass sie sich isoliert in diesem Areal befindet und ihr Überleben sichern muss. Und wie sie dann im Wald überlebt, wie sie sich in ihrem Alltag einrichtet, welche Aufgaben sie bewältigt und welche Gedanken sie dabei hat, das erzählt sie uns in einer sehr trockenen und nüchternen Berichtsform. Das heißt, sie beginnt diesen Bericht auch zu einem Zeitpunkt, der schon weit in der Zukunft liegt, wenn man dieses Buch beginnt. Das heißt, sie versucht, Tage zu beschreiben, die schon sehr weit zurückliegen und entsprechend distanziert wirkt dieser Bericht. Das betone ich deshalb, weil in diesem gesamten Buch eigentlich nie ein Moment von Spannung aufkommt, obwohl die Geschichte es natürlich hergeben würde, denn erstmal ist es schon ganz faszinierend, was es mit dieser Wand auf sich hat, wie sie vielleicht dorthin gekommen ist, was auf der anderen Seite los ist und die Tatsache, dass sie ja jetzt in diesem abgetrennten Bereich irgendwie ums Überleben kämpfen muss, komplett auf sich allein gestellt. Und natürlich ist das eigentlich ein spannender Stoff, aber es ist hier eben eine unheimlich ruhige Geschichte und das möchte ich unbedingt dazu sagen, falls jemand dieses Buch zur Hand nimmt und sich irgendwie eine spannende Geschichte erwartet. Denn das kann dieses Buch absolut nicht bieten. Es ist eher eine sehr schwermütige und traurige Geschichte, in der sich eben eine Frau der kompletten Isolation, auch der sozialen Isolation, gegenüber sieht und sich dabei existenzielle Gedanken über ihre eigene Person, über ihr bisheriges Leben macht. Sie macht sich auch Gedanken über die Menschheit an sich, um gesellschaftliche Dinge, die einfach in ihrer Situation jetzt keine Rolle mehr spielen. Das ist auch ein bisschen philosophisch. Ganz besonders fand ich hier die Beschreibung von Mensch-Tier-Natur-Beziehungen. Also sie ist natürlich in der sozialen Isolation, es gibt keinen Menschen, der mit ihr in diesem Areal steckt und sie beginnt eben eine ganz enge Verbindung mit den Tieren aufzubauen, die sie dort eben hat um sich herum. Sie hat dort einen Hund, sie hat Katzen und sie hat eine Kuh und das Verständnis, was zwischen diesen Spezies entsteht durch eben die Tatsache, dass sie sich aufeinander verlassen müssen oder dass sie niemanden sonst haben, ist ganz, ganz faszinierend beschrieben und hat mich emotional auch sehr erreicht. Das wird hier wirklich ganz besonders hervorgehoben. Dann gibt es natürlich für die Wand und für diese soziale Isolation sehr, sehr viel Interpretationsspielraum, den ich unheimlich toll fand. Ich habe mir viele Gedanken dafür gemacht, wofür die Wand stehen könnte. Denn es geht auch so ein bisschen darum, den Sinn des Lebens zu finden, sich so ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen, was man sich wünscht und was man sucht oder wo man sich vielleicht sein ganzes Leben lang drauf verlassen hat und was jetzt wegfällt oder keinen wichtigen Stellenwert mehr einnimmt. Und genau deswegen hat mich das Buch einfach sehr begeistert. Es ist ein unheimlich ruhiges Buch, damit muss man umgehen können. Ich habe es relativ schnell gelesen, obwohl es mich jetzt nie so wirklich motiviert hat, weiterzulesen. Denn es ist wirklich überhaupt nicht spannend. Und das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe. Denn obwohl ich es sehr schätze, wenn ein Buch sehr nachdenklich und ruhig erzählt ist, wenn es viel um das Innenleben von Menschen geht und gar nicht so sehr um einen Plot oder ähnliches, der existiert hier nicht, hätte es mir trotzdem gefallen, wenn ich etwas mehr Fragen beantwortet bekäme oder wenn eben die Geschichte etwas mehr Spannung gehabt hätte, wenn vielleicht auch eine andere Art der Erzählung gewählt wurde, also nicht diese Berichtsform, sondern tatsächlich, ja, dass man so ein bisschen im Moment dabei ist. Das würde ich also als einziges kritisieren. Ich weiß, dass dieses Buch auch verfilmt wurde. Ich will mir diesen Film auch unbedingt anschauen. Vielleicht kommt da ja auch noch so ein bisschen mehr Emotionalität rüber, die hier etwas gefehlt hat. Nichtsdestotrotz hat mich diese Geschichte sehr nachdenklich zurückgelassen. Sie zieht auch ein wenig runter, also es ist wirklich kein optimistisches Buch. Ich habe gehört, dass Marlene Haushofers Bücher generell in diese Richtung gehen, viel gesellschaftliche Kritik anbringen und eben auch so ein bisschen einen nüchternen Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen werfen und auf Persönlichkeit und das Ich und den Sinn des Lebens und so weiter. Und das sind ja alles Themen, die ich total gerne mag und wo ich auch selbst gern melancholisch werde. Und genau für solche Leute ist dieses Buch auch super geeignet und denen würde ich das auch empfehlen.
Anderen könnte es eben etwas zu langweilig sein. Ich muss euch jetzt noch etwas aus dem Nachwort vorlesen, das jetzt nicht von Klaus Antes stammt, sondern von der Autorin selbst. Das hat sie kurz vor ihrem Tod geschrieben und das hat mich total beeindruckt. Und ich glaube, das gibt auch sehr genau wieder, welche Gedanken sich Marlene Haushofer gemacht hat und welche Einflüsse eben ja, in ihre Bücher übergingen. Mach dir keine Sorgen, du hast zu viel und zu wenig gesehen, wie alle Menschen vor dir. Du hast zu viel geweint, vielleicht auch zu wenig, wie alle Menschen vor dir. Vielleicht hast du zu viel geliebt und gehasst, aber nur wenige Jahre, 20 oder so. Was sind schon 20 Jahre? Dann war ein Teil von dir tot, genau wie bei allen Menschen, die nicht mehr lieben oder hassen können. Du hast viele Schmerzen ertragen, ungern wie alle Menschen vor dir. Dein Körper war dir sehr bald lästig, du hast ihn nie geliebt. Das war schlecht für dich, aber auch gut, denn an einem ungeliebten Körper hängt die Seele nicht sehr. Und was ist die Seele? Wahrscheinlich hast du nie eine gehabt, nur Verstand, und der war nicht gedenkend der Gefühle. Oder war da manchmal noch etwas anderes, für Augenblicke, beim Anblick von Glockenblumen oder Katzenaugen und des Kummers um einen Menschen oder gewisser Steine, Bäume und Statuen, der Schwalben über der großen Stadt Rom. Mach dir keine Sorgen. Wenn du mit einer Seele behaftet wärest, sie wünscht sich nichts als tiefen, traumlosen Schlaf. Der ungeliebte Körper wird nicht mehr schmerzen. Blut, Fleisch, Knochen und Haut, alles wird ein Häufchen Asche sein. Und auch das Gehirn wird endlich aufhören zu denken. Dafür sei Gott gedankt, den es nicht gibt. Mach dir keine Sorgen, alles wird vergebens gewesen sein, wie bei allen Menschen vor dir. Eine völlig normale Geschichte. Ja, und diese abschließenden Worte kurz vor ihrem Tod haben mich total ergriffen am Ende dieser Geschichte. Sie kommen wirklich am Schluss im Nachwort, aber drücken so viel von dem aus, was die Autorin gedacht und gefühlt hat und welche Einflüsse eben in ihre Geschichten gewandert sind. Und ja, das hat mich einfach total beeindruckt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, was ihr von der zitierten Passage haltet, aber für mich ist das eindeutig ein Grund, noch weitere Werke der Autorin zu entdecken. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht Empfehlungen dalassen könntet, wenn ihr von Marlene Haushofer schon etwas mehr gelesen habt, wenn ihr mir sagen würdet, welches euer Lieblingsbuch vielleicht von der Autorin ist, wenn es nicht ausgerechnet die Wand ist. Würde mich freuen, da von euch zu hören. Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen, sie war hilfreich für euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!